Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. An der Stelle auch direkt ein großes Willkommen nochmal an alle Neuen. Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über das Crosshair. Kramplätze müssen verdichtet sein. Durch den baldigen Release von CS2 werden sicherlich einige neue Spieler herankommen. Auch viele alte werden reaktiviert werden. Und dann stellt man sich ja immer die Frage, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Crosshair? Nehme ich noch mein altes? Mache ich mir ein neues? Die Frage nach dem perfekten Crosshair wird also wieder laut. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Hier seht ihr mein Fadenkreuz und einen super Punkt an diesem neuen Editor für das Crosshair, oder was heißt neues, gab es ja bei Go auch schon, ist, dass ihr, wenn ihr das Fadenkreuz erstellt habt, wie zeige ich euch gleich, dann könnt ihr einfach durchschalten und gucken, wie es auf verschiedenen Maps aussieht, an verschiedenen Stellen. Aber ihr könnt natürlich auch mit eurem Fadenkreuz einfach auf irgendwelche Maps gehen und es dort testen. Welches ist das perfekte Fadenkreuz für dich? Dabei kommt es vor allem beim ersten Punkt schon drauf an, ob man neu in Counter-Strike ist oder nicht. Ich habe Classic Static, ich möchte, dass mein Fadenkreuz einfach immer statisch bleibt und sich nicht bewegt. Wenn ihr Classic nutzt, dann seht ihr bei Bewegung ein Auseinandergehen des Fadenkreuzes. Das heißt für neue Spieler jetzt nicht schießen, sondern erst stehen bleiben, das Fadenkreuz zieht sich zusammen und dann wird geschossen. Wenn du also ein neuer Spieler bist, könnte dieses bewegliche Fadenkreuz nicht schlecht sein, denn du weißt genau, wenn es groß ist, solltest du nicht schießen, dann schießt du irgendwo hin. Wenn du stehen bleibst, schießt du genau. Ich, alter Bock, brauche das aber nicht, gehe also auf Classic Static, so bleibt das Fadenkreuz immer gleich, auch in der Bewegung. Die Friendly Fire Warning ist für neue Spieler sicherlich nicht schlecht, aber auch da ist es halt persönliche Präferenz, ob ich jetzt das möchte oder nicht. Ich habe es always on gehabt, das habe ich bis dahin, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich schieße halt auch nicht auf meine Mates, aber ich mache es jetzt einfach mal für mich aus. So, dann kommt der Punkt Follow Recoil, darüber habe ich ein ganzes Video gemacht, geht circa 9 Minuten, da habe ich jetzt alles erklärt und gezeigt. Ich kann es nur empfehlen, es mal zu testen. Guckt euch einfach das Video an, ich habe es hier irgendwo sicherlich verlinkt. Übrigens kann das Fadenkreuz auch mal wegbuggen, wenn man in-game ist und es gleichzeitig ändert. Nur so als Info, falls ihr euch wundert, hey, wo ist mein Fadenkreuz? Einfach so Spiel raus, Einstellungen und dann geht's wieder. Oder ganz ausmachen und wieder an. Der nächste Punkt ist Center Dot, da könnt ihr eben in der Mitte einen Punkt anmachen oder nicht. Ich kann das nicht empfehlen, denn wenn ihr vor allem auf eine gewisse Range aimt, möchtet ihr ja hier im besten Fall im Fadenkreuz in der Mitte ja auch den Gegner noch sehen können. Der sollte nicht verdeckt sein von einem Punkt, denn je weiter ihr weg seid, desto mehr deckt dieser Punkt eben ab. Grundsätzlich möchte man mit seinem Fadenkreuz natürlich so wenig Bild wie möglich verdecken, weil sonst könnte es sein, dass es eben eine Überlagerung gibt und ein Gegner gerade genau nicht sichtbar ist, weil ihr zum Beispiel so ein fettes Fadenkreuz habt und der hier irgendwo rumrennt. Damit kommen wir auch schon zum Punkt der Länge. Hier entscheidet ihr eben, wie lang euer Fadenkreuz ist. Meins ist generell ziemlich groß. Ich habe es auf 2.0 stehen. Dieser ganze Klopper hier ist auch eigentlich einfach nur persönliche Präferenz und natürlich auch, wie gut eure Augen schlussendlich sind. Junge Menschen haben meist irgendwelche kleinen Fuddel da am Start oder vielleicht sogar nur diesen Punkt und sonst nichts. Ältere tendieren dann doch eher zu etwas Markanterem, damit man es eben einfach sieht. Als ich damals mit 1.6 und Source angefangen habe, war mein Crosshair winzig. Ich weiß nicht, wie ich es damals sehen konnte. Mittlerweile brauche ich einfach ein etwas größeres Crosshair. Ich bin 33, ich bitte dich. Hierbei ist auch wichtig, wie eure Bildschirmauflösung ist. Wenn ihr 4:3 Stretched spielt, in Full HD oder so, dann ist alles fetter und größer. Da stellt man dann die ganze Geschichte wiederum anders ein, als wenn man halt auf 2K spielt, so wie ich oder andere, vielleicht sogar auf 4K. Da ist halt alles so. Es ist also grundsätzlich einstellen und probieren angesagt. Nichtsdestotrotz gebe ich euch hier wie eben ja auch schon am Anfang ein paar Dinger mit an die Hand. Ich habe mein Fadenkreuz aus Go übernommen und es einen Ticken kleiner gemacht, weil es in Go noch ein bisschen fetter war und habe mich hier auf eine Länge von 2.0 mittlerweile eingeschossen, wortwörtlich. Okay, gut, da hat gerade eben jemand bei Holy eingekauft. Vielen lieben Dank für den Support. Die Alerts kommen auch, wenn ich aufnehme. Weiter geht es mit der Thickness, mit der Dicke. Das habe ich hier auf dem kleinsten Wert. Denn, ja, also die Form verändert sich für mich auch schon viel zu stark, wenn ich das Ding fetter mache. Und ich sehe das so auch sehr, sehr gut. Wie vorhin erwähnt, das Ziel ist, so wenig wie möglich zu verdecken, aber das Fadenkreuz immer noch in allen möglichen Situationen und Maps auch sehen zu können. Wenn ihr anfangt, blind zu schießen und ihr seid noch recht neu, ist es schlecht. Wenn ihr ein eingespielter Spieler seid, also es gibt auch Leute, die spielen mitunter ohne Fadenkreuz. Wenn ich mit der Scout No-Scopes mache, habe ich auch kein Fadenkreuz und treffe mal mitunter was, weil ich ja natürlich auch ein Feeling dafür habe, wo mein Fadenkreuz ist. Die Gap-Einstellung ist auch nochmal eine sehr wichtige Einstellung, die eben Verdeckung verhindern oder sogar verstärken kann. Wenn ihr die Gap weiter auseinanderstellt, habt ihr halt immer mehr Platz in der Mitte. Ich habe die Gap auf 0 stehen. Wenn man in den Minusbereich geht, dann geht das Fadenkreuz auch irgendwann einfach zusammen. Das halte ich für sehr, sehr schlecht, weil es eben so unglaublich viel verdeckt. Ich finde, man sollte eine Gap haben, um eben auch durch sein Fadenkreuz durchgucken zu können. Die Outline ist vor allem wichtig, wenn ihr ein Fadenkreuz habt, das möglicherweise sehr hell ist, dann seht ihr es halt auf helleren Maps schlechter, darum macht man dann eine Outline drumherum. Ich habe grün gewählt als Hauptfarbe, das soll auch zu meinem gesamten Streamstyle und hin und her passen. Da brauche ich halt einfach eine Outline, dass ich das Ding auch überall sehe. Wenn ich die ausschalte, man sieht, ist das Fadenkreuz tatsächlich wirklich nicht mehr gut zu erkennen. Natürlich auf dunkleren Maps schon, aber wenn du halt hier auf diesen hellen Punkt, auf das 2 gehst,
Ich finde, man sieht es wirklich schlecht. Wenn ihr euch dann noch Motion dazu denkt, ist es nicht mehr so schön. Ich hätte natürlich gerne, dass ich diese Outline dünner machen könnte, aber der kleinste Punkt ist in dem Fall 1,0. Wenn ich 1 darunter gehe und ich bin immer noch bei 1,0 und man hört so ein Rattern, man ist noch in den 0,Stellen, dann geht das Ding aus. Und erst bei einem Wert von 2 wird das dann so richtig fett. Das ist auch unnötig. Also ich gehe hier wieder auf gerade so Outline und bin damit sehr zufrieden. Darauf folgt die Farbe, da habe ich einfach nur grün. Ihr könnt hier einstellen, wie ihr wollt. Also das ist, ich denke, es ist logisch, wie das funktioniert. Wenn ich alles ausschalte, ist es schwarz. Wenn ich auf rot gehe, ist es rot. Wenn ich voll blau mache, ist es blau. Und wenn ich einen Mischmasch mache, habe ich halt dann, was weiß ich, ein verschissenes Grün oder sowas. Und mit dem Punkt Alpha stellt ihr die Opazität, heißt das glaube ich, ein, wie opak das Objekt oder in dem Fall das Fadenkreuz sein soll, ob ihr durchgucken könnt oder nicht. Also ich habe meins komplett gezeichnet, man kann nicht durchgucken. Ihr könnt das Ding auch praktisch unsichtbar machen, beziehungsweise halt auf 50% stellen in dem Fall und dann ist es halt durchsichtig. Das ist auch eine Sache, die man nutzen könnte, wobei ich, hier hängt es auch einfach wieder davon ab, wie gut ihr euer Fadenkreuz sehen können müsst, wie gut eure Augen sind, wie gut euer Feeling dafür ist, wo die Mitte des Bildschirms ist. Ich habe meins einfach auf voll sichtbar. Hier unten kommen dann noch 3 extra Punkte. Einmal T-Style, das erklärt bereits der Name. Ihr habt einfach den Strich hier oben nicht. Das ist also ein T. Kann auch helfen, kennt man auch von anderen Spielen. Dann habt ihr halt mehr Sichtbarkeit. Das habe ich so noch nicht probiert, aber es hat mich schon immer interessiert, so mal zu spielen mit diesem T-Style. Ich mache es jetzt erstmal nicht. Ich bin ein Mann der Beständigkeit. Viele kichern da ab und an drüber, weil es Leute gibt, die gehen in ein Spiel rein. Und wenn man die letzte Einstellung anhat, dann seht ihr auch die Fadenkreuze eurer Mates zum Beispiel oder von jedem, ihr könnt auch auf Everyone stellen, dann seht ihr immer, wenn ihr tot seid, jemandem zuguckt, dessen Fadenkreuz, dann könnt ihr es auch einfach übernehmen. Und ich kenne ein paar Leute, die sind so, nicht hibbelig, aber die sind so, die haben so eine Changes-Lust, dass sie halt ständig ihr Fadenkreuz ändern. Mich würde das kirre machen, ich brauche immer dasselbe, wobei mich das T sehr interessieren würde. Somit sind diese beiden Optionen T-Style und Show Player Crosshair schon mal erklärt. Deployed Weapon Gap, da wird die Crosshair Gap, also die Lücke, dynamisch geupdatet anhand der Waffe, die ihr führt. Ist wohl auch was für Neue, damit ihr erkennen könnt, ob ihr eine fette Wumme in der Hand habt oder halt nur eine Pistole. Würde ich jetzt auch eher auslassen. Falls euch mein Crosshair gefallen sollte, könnt ihr das sehr gerne importieren. Ihr geht einfach hier auf Share or Import und gebt hier meinen Code ein. Ich werde euch meinen Code, der ist hier abgebildet, auch in die Videobeschreibung kopieren. Dann könnt ihr genau mein Fadenkreuz eben nutzen. Was ihr aus diesem Video also mitnehmen sollt, sind folgende Punkte. Guckt, dass euer Fadenkreuz so wenig wie möglich verdeckt, dass ihr es so gut wie möglich sehen könnt. Und fertig. Follow Recoil ist eine interessante Sache. Schaut euch gerne dazu das Video an, das hier verlinkt ist. Und überlegt, wenn ihr brandneu seid, möglicherweise mit einem Classic-Fadenkreuz, also mit einem dynamischen Fadenkreuz zu spielen, das euch zeigt, ob ihr gerade steht oder eben nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem selbst erstellten Fadenkreuz oder vielleicht mit meinem, falls ihr spielen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Der ist übrigens heute ab 18 Uhr oder morgen ab 20 Uhr. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Vielen lieben Dank übrigens für die ganzen Daumen nach oben beim letzten Video. Wir haben mal wieder die 100 geknackt. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Dankeschön. Danke auch für die Kommentare und natürlich generell fürs Zusehen. Haut da rein. Bis zum nächsten Video oder eben zum nächsten Livestream. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.